Hallo liebe Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Let's Play WWE 2K15. Ja, beim letzten Mal, was da genau geschah, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich dieses Video jetzt erst ein paar Tage später aufnehme. Ich hatte nämlich davor ordentlich vorproduziert und ja, jetzt habe ich gerade mal wieder Bock auf eine Runde und nehme natürlich gleich erstmal ein neues Video dazu auf. Und zwar geht's in meiner Karriere weiter. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwarten wird. Auf jeden Fall steht hier geschrieben von King Regal: Ich bin schon viel zu lange in diesem Geschäft, aber ich glaube, ein paar Kämpfe kann ich noch machen. Invisible Jim, ich hoffe, du bist bereit, noch ein paar Kämpfe an meiner Seite zu bestreiten, bis ich ausscheide. Aber wir sind sowas von bereit, denn wir sind ja im Main Event und wir wollen ja mal ins Hauptroster, also zu Raw zum Beispiel. Gucken wir einfach mal, was jetzt heute uns erwarten wird. In der ersten Woche von Oktober 2016 schon. Müsste es dann nicht schon eigentlich 2K16 geben? Okay. Apropos 2K16, ich habe gelesen, das wird es nicht für PC geben, leider. Schade, schade, schade. Dementsprechend wird es dazu keine Let's Plays geben. Finde ich wirklich sehr schade. Aber naja, ich kann es nicht ändern. Schade, schade, schade. Okay, weiter geht's hier. So, Cesaro und Jack Swagger. Jack Swagger? Ja, genau, Jack Swagger. Cesaro und Jack Swagger waren in letzter Zeit ein Dorn im Auge. Was ist mit mir los? Ich kann irgendwie nicht lesen heute. Kann ich diese Woche auf dich als Tag-Partner zählen? Oh, ein Tag-Team-Match. Klar, Mann. Ich bin dabei. Ach du meine Güte, ich muss mit King Regal sogar im Tag Team kämpfen. Ich dachte, ich könnte es auswählen, irgendwie zwischen Cesaro und Jack Swagger. Ja, ist egal. Komm. Finde ich trotzdem cool. Tag Team. Ist mal wieder eine Abwechslung, hatten wir lange nicht. Ich habe zwar, glaube ich, keine Tag Team Finisher, aber naja, was soll's. In a tag match, it's important to remember that it's not about how good the Bam! but how well the teams work together. Und da kommt wieder der Dancing Leg Drop von R-Truth. Wenn mich nicht alles täuscht. So, dreh dich mal um, mein Freund. So, ich habe jetzt Bock auf den Worm. The Worm. Immer wieder herrlich anzusehen. Boom! Nimm das, du Sack! Oh, er hat gekontert. Aha, er will da erstmal abklatschen, alles klar. Ja, nix da, mein Freund. Komm mal her. Wäre dafür, dass du mal in die Ringecke gehst eigentlich. Aber irgendwie will er da nicht verbleiben. Ja, ich habe jetzt wie gesagt einige Tage nicht gespielt und ich merke das gerade ungemein am Konter nämlich. Das Kontern will nämlich nicht so ganz klappen. Ah, du Sack! Ich hab's gewusst, was du vorhast. Aber nicht mit mir. Was für ein Knietritt, ey. Powerbomb. So, ich würde ihn eigentlich gerne mal in der Ringecke sehen, wenn ich ehrlich sein soll. Taunt ihn einfach mal.
He's got him up. A quick scoop slam. Ja, wir probieren einfach mal den Pin, auch wenn es nichts werden wird, das war ja klar. Was machst du? Was machst du da? Ich will dich hier in den Seilen sehen. Oh, Scheiße. Komm, raus mit dir, du Sack. Ja, läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Was macht Regal da? Ey, geil, Regal setzt ihm erstmal schön zu. So muss das sein. Suplex! So, wie gesagt, ich würde gerne Cesaro mal in der Ringecke sehen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber irgendwie klappt das nicht so. Warum nicht? Und er schmeißt Cesaro auch jedes Mal raus. Warum? Was mache ich falsch? Ja, du willst zu Jack Swagger. Ich weiß, was du vorhast. Gibt's aber nicht. Hier. Was ist das, du Sack? Okay. Klar, ich könnte jetzt abtappen. Aber meistens ist es so, wenn ich einmal getappt habe, dann wird es da ja nichts mehr, dass ich wieder ins Spiel komme. Da habe ich echt keinen Bock drauf. So, ich würde sagen, das ist mal Zeit für einen Piledriver, oder? Und da kommt er. Bam! Und hinterher gleich der People's Elbow. Bam! Ah, läuft ja doch ganz gut. Aber wie gesagt, ich würde ihn gerne mal in meiner Ringecke sehen. Irgendwie kriege ich es aber gerade nicht gebacken. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Ah, jetzt, okay. So, jetzt können wir zusammen einen Move machen. Und dann ist erstmal ein bisschen Regal dran, ne? Bam! Okay, jetzt müssen wir aber raus. Hey, Moment, Moment. Du sollst raus aus dem Ring, Junge. Okay, Regal stellt sich gerade ein bisschen blöd an. Komm, Regal. Komm her hier.
Jawohl, geht doch. So macht man das, Regal. So und nicht anders. So, wir könnten jetzt einen Backslide Driver zeigen. Jetzt torten wir, holen uns ein bisschen Ausdauer und dann bringen wir gleich den People's Elbow. Nämlich genau jetzt. Und das. Hä, warum geht es nicht? Hallo. Freundchen. Freundchen. The damage has definitely been done. Now it may just be a matter of time. He was one step ahead on that one. Ah! Nein, Mann. Can he score the pin? Also einfach machst du mich nicht platt. Ich kann dich zwar ganz gut leiden, Cesaro. Hurricanrana! Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be, King. But I still don't see him giving up. And he gets back in. So, Cesaro kriegt gleich People's Elbow ab. Auf Feuer müssen wir Jack Swagger hier runterboxen. Ey, was macht denn der Sack da mit mir? Ist das so gewollt? Darf man das? Na gut, Jack Swagger will's wissen. Ah, Regal ist auch wieder da am Start. Sehr geil. Okay, wir sind beide zurück im Ring. So, Jack Swagger muss jetzt runter hier. Oh, was war das? Habt ihr das gesehen? Was für ein Clipping-Fehler oder was auch immer. Krass. Ey, du sollst Jack Swagger anvisieren. Mann. Ich kann doch unmöglich ihn pinnen. Wenn Jack Swagger noch am Apron steht, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das war's für uns. Das war's. Oh. Doch nicht. Komm, wir müssen, glaube ich, noch mal einen Tombstone Pile Driver zeigen. Nein, er kontert! Nein! Nein! Nein, Regal, hilf mir! Regal! Oh, Gott sei Dank, ey. Oh nein, jetzt kommt noch ein Finisher. Scheiße. Nein, zu spät. Regal, hilf mir. Regal, Regal. Oh, krass. Was für ein Drama hier, Leute. Nein, nein, nein.
Hau ab! Nein! Ey, krass, die setzen mir ja richtig zu. Wo bleibt dann Regal? Da kommt er ja endlich. Okay, also ich würde mir jetzt wünschen, dass ich mit Regal tauschen könnte. Mann! Jack Swagger hat schon wieder... Oh, Gott sei Dank, ey. Was für ein Match, Leute. Was für ein Match, Leute. Jetzt müssen wir den People's Elbow zeigen. Aber irgendwie klappt das nicht. Kommt schon. Jetzt. Jawohl. Dann muss Cesaro weg und dann könnten wir ihn covern. Lol. Bam! Nein, Mann! Cesaro muss weg. Vorher kann ich kein Cover bringen. Das bringt einfach nichts dann. Ein Cover vorher zu machen, weil Cesaro würde eh helfen. Oh, ich glaube, wir tappen mal jetzt hier. So. Wir lassen mal Regal ran. Müssen uns erstmal ein bisschen hier erholen. Los, tapp doch mal, Junge. Tapp doch mal mit mir. Ja, geht doch. So, Cesaro ist wieder dran. Und ein Suplex. Mit dem Pin hinterher, aber Jack Swagger wird uns stören. Das war ja klar. Powerbomb. Mann. Nochmal Glück gehabt. Oh oh. Oh oh. Oh. Nochmal einen wundervollen Suplex zeigen hier. Und dann wäre es doch wieder Zeit für einen Backslide Dryer, würde ich sagen. Nein, wir wurden schon wieder gekontert. Nein, Mann, was geht hier ab? Was für ein Match, ey. Was für ein Drama. Oh, komm, wir covern ihn einfach mal. Oh, Mann, wie knapp, ey. Ich weiß auf jeden Fall eins. Jack Swagger
Muss weg. Vorher können wir kein Cover bringen. Das geht einfach nicht. Vielleicht jetzt. Aber das sieht nach einem Rope Break aus. Oh, Junge, Mann. Steh da mal auf. Hallo. Zu spät, ey. Viel zu spät. Jack Swagger steht nämlich schon wieder da. So, Finisher wäre auf jeden Fall wieder bereit, aber Jack Swagger muss wieder weg. Es hilft leider alles nicht. Aber es klappt einfach nicht. Weil er sich immer auf Cesaro fixiert. Nein, was kommt jetzt, ey? Ey, Leute, ich weiß echt nicht noch, was ich machen soll. Ich kann Jack Swagger einfach nicht anvisieren. Es geht einfach nicht. Und dann kontert er mich auch noch. Ey, krass, Mann. Wo bleibt denn Regal? Verdammte Scheiße. Haut er seine eigenen Kollegen, ey. Ist das geil. Jetzt vielleicht. Nein, er kontert schon wieder. Was für ein Bastard. Und der Backslide Driver. Ja, war so klar, ey. War so klar. Krass, was für ein Match, Alter. Und dann kontert der Wichser mich auch noch. Hurry Karana, so. Jetzt wäre ich dafür, dass du mal in die Ringecke gehst. Jetzt tapp ich. Jetzt machen wir den Finisher zu zweit. Vom Turnbuckle. Jetzt müssen wir einfach nur verhindern, dass Jack Swagger, wenn das Cover unterbricht. Oh. Nämlich genau jetzt. Nein! Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hab ich selbst. Nein! Scheiße, Leute, Mann!
Hab ich schön selbst abgetaggt, ey. Wie geil. Komm mal her. Komm doch mal näher. Hallo. Komm doch mal her. Hallo. Ey, da kontert Jack Swagger. Krass, Alter. Was für ein Match. Ey, unfassbar, wirklich. Unfassbar, Leute. Hilfe. Ah, okay, ich schaff's auch selber. Aber was für ein Match, Leute, oder? Jetzt komm. Bring das Cover, los. Los, das kann's gewesen sein. Nein! Leute, was geht ab hier? Jetzt vielleicht. Bring das Cover, los. Bring das Cover. Jack Swagger. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Match, Alter? Ey. Krass, Leute, ich flipp hier echt gleich aus. Ich flipp hier gleich sowas von aus. Och Junge. Ja, tapp doch wieder ab, ey, Mann, Bastard. Ey, krass, Leute, ey. Das ist das längste Match, was ich jemals hatte. Mann, ey, warum hat der denn da gecovert, Mann? Okay, Regal bringt seinen Finisher. Big Boot. Jetzt cover ihn doch. Jetzt könnte ich gut Cesaro stellen. Oh Mann, nein, ein Rope Break. Du Vollidiot, Mann, das weiß doch jeder. Jetzt kannst du ihn covern. Steh doch auf, du Fettwanz, ey. Verhindere, dass er zurückkriecht. Hol ihn dir zurück. Hol ihn dir los. Jetzt cover ihn. Disqualifikation, ey.
Nur weil ich zu lange im Ring war. Und warum war ich zu lange im Ring? Weil der beschissene Charakter einfach nicht klar kam. Habt ihr gesehen, wie der gekrochen ist, wie langsam? Meine Fresse, ey. Ist zwar ein Top-Match, wenn man hier die Sterne sich mal anguckt, aber ey. Das war unser Match. Unser Match. Mann, leck mich hart, ey. Wirklich. Es war das längste Match überhaupt. Es war eins der geilsten Matches überhaupt, weil es einfach übelst spannend war. Und dann zu verlieren durch Disqualifikation ist so assi. War vielleicht ein Stück weit meine eigene Dummheit, aber ich denke mal eher nicht, weil wenn der Charakter so langsam läuft, kann ich auch nichts dafür. Ja? Naja, mal gucken, was beim nächsten Mal erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.